Still, du unglücksbringender Mauseschreck. Thank you.
schnell mit meinen Freunden. Thank you.
Armen habt keine Ahnung, wo ihr gelandet seid. Wisst ihr denn nicht, dass dieses Haus dem Menschenfresser fürchterlich gehört, der alle Kinder einfach auffrisst? Hallo? Einen Augenblick. Fürchterlich für dich. Wer ist denn dran? Die Gewerkschaft der Menschenfresser. Naja. Menschenfresserei, fürchterlich. Am Apparat. Ach, grüß dich, mein lieber Grausig. Wie geht's, wie steht's? Das freut mich. Ach so? Aha. Ja, willst du meine Meinung wissen? Wenn der Senat von Berlin binnen 36 Stunden die Subventionen für die Berliner Orchester nicht bewilligt, dann arbeiten wir wieder als Menschenfresser. Genau so ist es. Ja, danke. Fürchterliche Grüße auch an deine Familie. Ciao. Tschüss. Schnuffti, Schnuffti, Schnuffti.
schnufti, Kinderfleisch liegt in der Lufti. In der Lufti. Schnufti, 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 Kinderfleisch liegt in der Lufti. Vielleicht riechst du nur das Kalb, das wir gestern früh gehäutet. Und ich sage dir, das ist gewiss nicht der Duft von lebendigen Kinderfleisch. Irgendetwas stimmt hier nicht. Schnufti, 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 ah! Betrügen, alte Hexe! Ja, da mach ich gleich Buletten auch noch aus dir. Aber nein, du bist zu alt. Ausgezeichnet, diese kleinen Fein und Zart, genau das Rechte. Ich werd sie auftischen für meine Freunde, wenn sie kommen mit mir zu speisen. Freitagnacht von 6 bis 12. Und Kartoffeln, eine lukulianische Tafel. Aber fürchterlich, es ist spät. Du brauchst Ruhe, sonst wirst du mir krank. Warte bis morgen, da hast du Zeit, sie in Ruhe zu schlachten. Schweig, du Hexe, mach mich nicht rasend. Ich mach es heute noch und dann sind sie morgen schon gut abgehangen. Wir brauchen dieses Fleisch nicht, es ist viel zu viel noch im Keller. Drum warte bis morgen. Vielleicht hast du recht damit, ich mach's also morgen. Inzwischen gib ihnen zu essen, damit sie ein bisschen Fett ansetzen. Setzt euch also und esst so viel ihr wollt. Zeit, mich zurückzuziehen.
hab keine Lust mehr, ein Menschenfresser zu sein. Dieses Lebens bin ich müde. Ich will mich ausruhen, will nicht üben. Liebe Alte, weißt, was ich tun werd? Ja, die Stiefel verkaufe ich. Diese Stiefel, ich stoß sie an. Es sind die schnellsten Stiefel im Lande. 6 Kilometer pro Sekunde. Ich verkaufe sie sehr teuer, weil sie ja von großem Wert sind. Meine Töchter haben die Angewohnheit, im Stehen zu schlafen. Aber macht euch nichts draus, Jungs. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, Schreck. Oh, Graus. Was für Mädchen. Sie werden uns fressen. Ist ja furchtbar. Was für Weibsbilder. Aber nicht doch. Sie schlafen. Sie hat es ja auch gesagt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jedenfalls im Augenblick nicht. Legen wir uns schlafen. Thank you.
bist gut, nicht wahr? Ja. Oder sagen wir, wenigstens bin ich so wie alle anderen Kinder. Du bist der Einzige, der das je begriffen hat. Die anderen laufen gleich davon, wenn sie mich sehen. Ja, und dann werde ich wirklich böse und ich beiße sie. Meine Schwestern sind genauso wie ich. Aber du bist besser als sie, nicht wahr? Was macht ihr eigentlich hier? Unsere Eltern haben uns im Wald ausgesetzt, weil sie nicht mehr wussten, wie sie unseren Hunger stillen sollten. Und ihr, seid ihr die Töchter des Herrn Menschenfressers Fürchterlich? Wir wissen es auch nicht genau. Er sagt ja, vielleicht stimmt es. Wie dem auch sei, wir wollen abhauen. Abhauen? Ja, wir haben die Nase voll von all diesen Menschenfressern hier. Ich verstehe. Hauen wir also zusammen ab. Wie heißt du? Clotilde. Und du? Policino. Policino? Klingt komisch. Will sagen hübsch. Und warum heißt du so? Weil ich, als ich geboren wurde, so klein wie ein Daumen war. Daumen heißt auf Italienisch Pollice. Fliehen wir also zusammen, Clotilde? Ja. Aber wie? Wir klettern durchs Fenster. Vorher machen wir viele Puppen. Und wenn sie dann in der Nacht kommen, um nach uns zu sehen, merken sie vielleicht gar nicht, dass wir fort sind. Gut. Und dann? Und dann was? Danach, nachdem wir geflohen sind. Was machen wir dann? Dann werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Es ist nicht nötig, es jetzt zu wissen. Wecken wir also unsere Geschwister und machen diese Puppen. Hey, aufstehen! Oh Gott, das ist der Menschenfresser! Nein, keine Angst, das ist nicht der Menschenfresser.
hat mich meine Frau beredet, noch zu warten. Diese Hexe, diese Scharecke-Scharaube. Man verschiebe nicht auf morgen, was man heute schnell noch kann besorgen. Ja, das wäre ein echter und besonders grober Fehler. Wie es auch im Sprichwort heißt. Nun wollen wir mal sehen, was die kleinen Verbrecher so treiben. Und erledigen wir die Sache ein für alle Male. Jedoch. Einen von diesen kleinen Dingen fräß ich liebend gern heute noch. Was seh ich? Nur Puppen! Man hat fürchterlich betrogen! Weibsbild an mir die Stiefel. Ich bin betrogen. Das mir ganz unglaublich, dass, wenn sich's rumspricht, kann ich einpacken. Diese Bengels haben mich eingelegt, bring mir die Stiefel. Ich bin betrogen. Wozu brauchst du denn heute noch die Stiefel? Sag lieber fürchterlich, es ist weit über Mitternacht. Sieh bloß, die bösen Bengels sind verschwunden. Bring die Stiefel, mach schon, spute dich. Mit den Stiefeln verfolge ich sie und fang sie in 3 Sekunden. Eil dich! Aber fürchterlich! Was ist? Hast du vergessen? Was denn? Deine Stiefel! Los doch, rede! Du hast die Stiefel gebracht zum Schuster. Kannst dich erinnern? Zum Reparieren? Ja, und die Mädchen? Zum Reparieren! Und die Mädchen? Ja, wo sind sie? Wozu redest du von den Mädchen? Meine Stiefel sind beim Schuster! Sie sind verschwunden! Siehste, das ist alles, was sie fertig bringt. Was ist hier los heute Abend? Was ist hier los? Alles ist gegen mich! Thank you.
nicht aufgeben, jetzt nicht. Wir sind beinahe schon am Ziele.